Ficky Ficky. Das ist der Beste. Yo Leute, was geht ab? Hey. Zu einer neuen Folge. Hey. Tinder Fails. Hier live aus den Management Headquarters. In the night. Ja. Das ist heute wieder Sunglasses at night, ne? Natürlich, weil ich wieder übermäßig Weed konsumiert habe oder anderweitig. Heroin auch, ne? Ja, in Kombination. Codein auch ein bisschen. Ja, klar, Lean. Deswegen halt, weil ich auch mega dicht bin, so mega geweitete Pupillen und rote Augen, trage ich heute nicht. Und weil wir auch Streit haben, gerade uns noch geprügelt haben. Meine Augen sind schwerlich. Und ich habe gerade geweint. Blaues Auge auch, wir haben uns geprügelt. Kam Schrott ins Gesicht. Es gibt ja großen Ärger hier. Nein, alles cool. Pass auf. Ich habe einen Freestyle. Okay, geil. Richtig gut. Also, der Typ fängt an. Hey. Die Frau, hey. Dann geht's los. Yo, yo, es tut mir leid, dass ich dich jetzt störe und dich mit meinem Freestyle empöre. Vielleicht ist mein Text etwas unangebracht, aber dein Profil hat mich schon angemacht. Vielleicht klingt das hier nicht nett, aber glaub, ich bin dank Alkohol fett. Aber glaub mir, ich bin kein Alkoholiker, doch meine Muskeln sind nur Anabolika. Man, das ist doch voll selber. Ja. Du bist heiß wie ein Heißluftballon. War nur Spaß, wen interessiert Oberflächlichkeit denn schon? Natürlich nicht, PS melde dich, auch wenn ich dich jetzt abturnen werde, bist du das schönste Mädchen auf dieser Erde. Sorry, sorry. Sorry, sorry, entschuldigt schon mal. Das ist so. Und die Perle schreibt, haha, wie strange, / cute. Okay. Alright, ich habe hier einen Typen, den finde ich auch sehr geil. Und der hat eine extrem genaue Vorstellung davon, an welchen Frauen er nicht interessiert. Achso. Okay. Und das macht er auch direkt von Anfang an klar. Er schreibt, du da, ich hier, irgendwas läuft hier schief. Schön, dass du auf meinem Profil bist. Und ja, du darfst mir auch gerne schreiben und musst nicht warten, ob ich dir schreibe. Was ich allerdings nicht suche, um uns beiden Zeit zu sparen, Doppelpunkt. Und dann kommt so eine Liste mit so schwierigen Geschichten. Frauen mit Kindern. Frauen, die am Wochenende arbeiten müssen. Boah. Frauen, die sich keinen Umzug vorstellen können. Frauen, die oft feiern gehen oder Urlaub auf Mallorca machen. Ja, das wäre auch ein Punkt von Frauen mir. Mit männlichen besten Freunden. Ey, oh. Frauen, die sinnlos Monate schreiben wollen, ohne sich zu treffen. Frauen, die meinen, man kann sich kennenlernen, indem man jeden Tag nur eine Mail austauscht. Frauen, die ihren Job ganz weit oben im Leben sehen. Wenn du verklemmt bist, keinen Spaß und keine Ironie verstehst, dann kann das nichts werden. Du auf erste Dates in einem Café oder so stehst, sorry, aber ich bin keine 80 Jahre. Ich stehe auf kreative Dinge und nichts Langweiliges. Ich gehe auch so nie in Cafés etc. Dann sicher auch nicht bei einem Date. Also das sind die Dinge, die würden einfach nicht zu mir passen. Das hat auch nichts mit Oberflächlichkeit zu tun etc. Sondern einfach damit, dass ich weiß, was ich will. Ey Digga, wie muss der Typ aussehen, damit er solche Ansprüche hat? Hammer, oder? Erstmal so eine Liste, was für Frauen er nicht sucht. The Rock. Ja, du arbeitest am Wochenende, sorry, bist raus. Ey, fand ich geil. Nicht, ja. Ich habe auch einen kurzen. Geil. Da schreibt tatsächlich ein Typ, das ist glaube ich Premiere, Sensation. Okay. Sensation bei Tinder Fails. Okay. Das sind so nur drei Chats. Okay. Da schreibt der Typ, hey, mit so einem lächelnden Smiley. Okay. Die Antwort, die ihr kriegt von der Perle, fick mich. Boah. Und er nicht so. Boah. Digga, was ist das denn? Also so schnell hat eine Frau doch noch nie. Das ist, ey, Digga, guck mal, ein Typ schreibt einer Perle und die schreibt, fick mich. Und er lehnt das ab. Also hätten wir schon. Das ist wirklich eine Premiere, oder? 9 von 10 anderen Typen hätten gesagt, ja, okay, wann und wo. Ich muss mal ganz kurz, bevor ich heute mache, ein Bild zeigen. Ja, und zwar von einer Zuschauerin, hat sie mir zugeschickt. Und die hat sich selber ein Shirt drucken lassen. Ja, richtig geil. Wir blenden das mal kurz ein. Das sieht von vorne so aus. Ach geil, nein. Und hinten drauf finde ich was noch geiler. Uff, das ist nicht wahr. Ja. Wie nice ist auf das auf jeden denn? Fall Props. Jetzt gibt es schon selbstgemachte Shirts. Sehr richtig, cool, richtig nice. Come on und uff. Damit seid ihr auf der nächsten Party auf jeden Fall der Hingucker. Auf jeden Fall nicht mehr Single nach der Party. Ja. Und hau jetzt mal wieder drei kurze rein. So. Yes. Ja? Ich gönne mir jetzt mal drei kurze. Yes. Der ist richtig kurz, aber fand ich mega geil. Die Uhrzeiten sind jetzt wichtig. Also hier wird jetzt ein Mädel von einem Typen angeschrieben. Okay, ja, wie und der immer. Typ schreibt, pass auf, die Uhrzeiten sind wichtig. 15.48 Uhr schreibt der Typ, hey, wie geht's dir? Mit so einem Smiley. Und um 18.26 Uhr schreibt sie, also 3 Stunden später ungefähr, ahoi, bestens und selbst. Und dann er, zu spät, bin vergeben. Was? Also in den zwei, also 3 Stunden so? In 2,5, 3 Stunden hat er dann anscheinend schon die Frau seines Lebens gefunden.
Ja, also Mädels. Zu spät, bin vergeben. Mädels, lass euch nicht Zeit. Schnelle einfach. Antworten, so die Typen. Solche Typen, wo ich schreibe, die sind sofort vergriffen. Die sind schnell vom Markt. Das ist, wenn das neue iPhone rauskommt. Ja, genau. Wir haben hier einen jungen Mann, okay. Der schreibt die junge Dame an mit folgendem Satz. Lust, richtig geil die Pussy geleckt zu bekommen. Mhm. Sie, auf jeden Fall. Würde dir schön mit meiner Zunge zwischen deinen Schamlippen entlang und dir direkt deinen geilen Saft aus deinem Loch rauslecken. Sie? Ach so, okay, alles klar. Wer kann da schon Nein sagen? Er? Was würdest du noch gerne machen wollen? Wer nimmt das ernst, dass sie ihn... Ja, ja, pass auf. Es wird noch schlimmer. Sie? Ich würde dir gerne einen Regenschirm in den Arsch schieben, wenn das okay ist. Er daraufhin? Haha. Ist das dein Fetisch? Hätte Lust auf dich. Wenn du keine auf mich hast, ist das okay. Hätte dich auch gerne richtig hart und lange gefickt. Ja. Ja? Sie, nein, nein, das war mein Ernst. Man kann viel Spaß mit so einem Regenschirm haben. Ja? Er, wenn ich dir meinen Schwanz reinstecken kann, dann darfst du das mit dem Regenschirm auch machen. Oh, Junge. Und sie, super. Reinstecken, dann den Regenschirm öffnen. Geil. Boah. Er, hast du das schon mal gemacht? Und sie, klar, hab richtig Erfahrung damit. Kann immer mal passieren, dass du 2 Wochen danach Schmerzen hast, das sollte es dir aber wert sein. Und er, hast du dir denn auch schon reingeschoben? Ja, das war's. Was so typisch alles bereit sind zu tun, ne? Jetzt habe ich noch einen, der auch eine ganz kurze Beleidigungsnummer. Seine Anfrage ist schon sehr vielversprechend. Der schreibt nämlich, lass mal ficken, Bitch. Ey, den hat... Yo, okay, okay. Ja. Sie, hat dir deine Mama kein Benehmen beigebracht, Freundchen? Ja. Doch, aber bei so Tinder-Huren wie dich braucht man das nicht. Oh. Aber bei so Huren wie dich... Braucht man das nicht. Braucht man das nicht. Deine Mutter hat mir im Bett was beigebracht. Boah. Und deine Mutter soll verbrennen. Warum? Weiber wie du brauchen keinen Respekt, du Missgeburt, geh dich aufhängen. Was? Ja, Mann. Warum soll ihre Mutter verbrennen? Ich weiß auch nicht, die hat doch anscheinend im Bett. Deine Mutter soll verbrennen, sie hat mir was beigebracht. Was ein Spaß. So, und der dritte, den finde ich auch richtig geil. Okay. Leg los mit, wann wollen wir Spaß haben? Sie antwortet nicht, ja? Sag doch. Was? Sag doch. Sag doch. Was meinst du, wie schön ich dir deine kleine Pussy weg? Und wenn du brav bist, sogar dein kleines Popoloch. Hat der Popoloch geschrieben? Ja, Popoloch. Aber das Geile ist jetzt, Popolo. Die Antwort halt immer noch, da schreibt er am nächsten Morgen einfach nur so ein Lachsmiley. Okay. Und dann die nächsten beiden Nachrichten, da musste ich so lachen, eigentlich richtig dumm. Er hat ja gemerkt, dass bis jetzt noch kein Interesse zurückkam. Ne? Okay, ja. Und jetzt will er ihr dieses Lecken, was er, wovon er eben erzählt hat, ein bisschen schmackhaft machen. Okay. Und schreibt dann um 19.28 Uhr einfach nur Lecky Lecky. Und dann eine halbe Stunde, später Ficky Ficky. Das ist der Beste, Lecky Lecky. So, ich denke mir dann, was er denkt, dass die Frau dann sagt, oh, Lecky Lecky, okay, jetzt denke ich nochmal drauf. Boah, dann werde ich feucht so. Ficky Ficky, okay, ich muss ihm jetzt antworten. Dieser Hurensohn, Digga. So geil. Ficky Ficky. Noch einen kurzen. Okay. Hey, Lina Pier, traumhaft schönes Bild von dir. Hast einen absoluten Traumkörper. Richtig heiß und sexy. Ich bin Jan aus Stuttgart. Na? Bist gerade feucht am Schwanz, gell? Ja, bei Stuttgart ist sie direkt richtig feucht. Hättest du damit gerechnet, aber im selben Text, nee, im selben... Passt gar nicht. So, darauf kommt keine Antwort, ja? Vier Stunden später schreibt er, wie oft bist du schon heute gekommen? Sie antwortet nicht, er, krass. Das ist der geilste, Alter. Das ist wie oft geilste. Bist du heute schon gekommen? Krass. Ja, das ist mein Held der Folge. Der ist der Beste, ne? Das ist mein Held der heutigen Folge. Krass. Geil, da waren noch einige Lacher dabei. Ficky, ficky, lecky, lecky. Ficky, ficky, lecky, lecky. Der war auch krass. Hammer. Krass. Ja, die Typen sind auf jeden Fall wieder sehr unterhaltsam gewesen heute. Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, war lustig. Ja. Gebt einen Daumen hoch, ne, für diese geile erotische Folge. Ja, und schickt uns weiterhin fleißig eure Tinder-Fails, Tinder-Wins an @bullshit.tv auf Instagram, bitte. Nicht oder an die Facebook-Seite. Oder an die Facebook-Seite, genau. Aber nur die beiden Sachen, ne? Also. Und auf Instagram folgen, nicht vergessen, ne? Ajo, hier, Killer, der Killer, der Boss und Seat to the Base in the Place. Yes, und PhilBSTV. Haut rein. Ajo, hier. Bam! Leute, bis neu. Wir sehen uns auf Instagram. Ciao. Make it lose with me unthinkable. Don't stop till you come first. Life so unpredictable. Take control of what you're worth. Wasting time's forgivable. But nobody wants to grow. It's time for the earth.